Über weltweite Aufträge kann sich eine kleine Innsbrucker Computerfirma freuen. Vor gut 10 Jahren hat das Ganze als Studentenprojekt begonnen. Mittlerweile betreiben die Innsbrucker ein Testlabor für Antivirensoftware und sind weltweit gefragt. Vielleicht ist auch das Virenschutzprogramm ihres Computers zuerst in Innsbruck getestet worden. Gerade einmal 12 angestellte Mitarbeiter zählt die kleine Computerfirma AV Comparatives in der Innsbrucker Reichenau. Größe ist in dieser Branche aber nicht alles. Was zählt, ist Innovationskraft. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck ein neues Testverfahren entwickelt, ein vollautomatisches Testverfahren, mit dem es uns möglich ist, wesentlich mehr Testfälle zu testen als andere Labore. Bevor namhafte Hersteller wie Kaspersky, Microsoft oder G-Data ihre Virenschutzprogramme auf den Markt werfen, werden sie hier in Innsbruck auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, es ist jetzt kein künstlicher Laborversuch, sondern wir surfen da wirklich verwirrte, infizierte Webseiten an und schauen, wie gut ein Produkt gegen diese Infektionen schützt. Wir nennen es Real-World-Test, also einen Echtzeit-Test, weil wir nicht mit Labormalware arbeiten, sondern mit Viren arbeiten, die wirklich draußen gerade in dem Augenblick vorkommen. Um dem Einfallsreichtum krimineller Programmierer die Stirn zu bieten, wird bei AV Comparatives ständig neu entwickelt. Wird das Testverfahren nicht laufend verbessert, hinkt man den Online-Kriminellen schnell hinterher. Innovation ist recht teuer. Wir haben den großen Vorteil, dass wir eng mit der Universität Innsbruck kooperieren, die uns da auch sehr stark unterstützt. Wir schauen natürlich, dass wir Fördergelder von Land, Bund bekommen, die wir dann für das einsetzen. Anders wäre das überhaupt nicht möglich. Das Wissen der Innsbrucker Informatiker ist weltweit gefragt. 2013 haben sie sogar den Konstantinus, einen der begehrtesten österreichischen Wirtschaftspreise, gewonnen. Und mehr über diese und andere innovative Tiroler Firmen können Sie heute Abend im Wirtschaftsmagazin Eco sehen. Und zwar um 22:30 Uhr hier in ORF 2.